Fan of Aktuell, heute on Tour. Wir machen einen kleinen Spielerbesuch. Ich stehe hier vor der Tür von unserem Spielmacher Marius Kastening und mal gucken, ob er überhaupt zu Hause ist. Klingel ich mal hier. Mal gucken, ob einer aufmacht. Da ist er. Hi, Schuhe, moin Kaste. Alles gut? Natürlich. Ich dachte, ich komme mal vorbei. Wir wollten mal so ein bisschen dich überraschen. Hast du Zeit? Natürlich, ich habe alles durch. Kannst gerne reinkommen. Jo, dann zeige ich euch mal hier mein Paradies. Kommt herein. Ja, kurz und knapp mache ich es mal. Mein schönes Schlafzimmer reicht für mich vollkommen aus. Mit einem schönen großen Fenster. Bei mir, wie man sieht, fehlen noch die Lampen, aber die kommen noch alle. Ein kleines Bad, zwar ohne Fenster, aber reicht für mich auch vollkommen aus. Bin ja mit total zufrieden. Und dann habe ich noch eine große Wohnküche mit einem Ikea-Sofa. Ja, einen großen Balkon. Ja, bin da voll und ganz mit zufrieden. Über Hannover, Magdeburg, Altenholz, Springe und Ludwigshafen nach Fernhof gekommen. Wie hast du dich denn mittlerweile eingelebt hier? Ja, ich habe mich sehr gut eingelebt, wurde gut aufgenommen, fühle mich wohl. Ist eine kleine, aber feine Stadt. Ja, sehr idyllisch und ja, das kenne ich halt auch. Was hast du bisher so von Siegen gesehen oder von Kreuztal, da wo auch die Halle steht? Ja, von Siegen die Stadt halt. Das Marienkrankenhaus habe ich jetzt mal kennengelernt, weil da unsere Ärzte sind. Ja, den inneren Stadtkern halt. Ja, und in Ferndorf, wo die Halle steht, waren wir in einem Dahlbruch an der Talsperre. Das war ganz schön. Und die Krombacher Brauerei hatten wir unsere Saisoneröffnung. Das war auch ganz schön. Ja, mehr noch nicht. Jetzt hast du ja letzte Woche dein erstes Spiel in der zweiten Liga für den TuS Ferndorf. Hast beim 24-22 Erfolg gegen Eisenach auch den Deckel drauf gemacht dann am Ende mit der Schlusssirene. Wie war es das erste Mal in der Stählerwiese? Ja, ich kenne es ja noch vom Gegeneinanderspielen und jetzt für Ferndorf in der Stählerwiese war es natürlich auch ein gutes Erlebnis. Wir haben gewonnen, die Halle war gut gefüllt, geht natürlich noch mehr, aber wir haben die zwei Punkte hier behalten, die Stimmung war gut, die Zuschauer stehen hinter uns, ja, durchweg positiv. Dann schauen wir aufs Wochenende. Der erste Doppelspieltag steht an, Freitag in Bietigheim, am Sonntag zu Hause gegen Hüttenberg, sicherlich auch ein ganz starker Aufsteiger. Wird schwer für euch, schlaucht das eigentlich als Spieler? Der Doppelspieltag ist natürlich jetzt nicht optimal, aber ich finde es ganz gut, dass er am zweiten und dritten Spieltag direkt ist. Am Anfang der Saison kann man sich gleich darauf einstellen, dass man halt diese Belastung hat. Mit Bietigheim haben wir einen starken Gegner vor uns, aber auch eine lange Anfahrt. Ja, wir schauen mal, was da geht. Dein Tipp für beide Spiele? Wir fahren hin, um auch unser Spiel durchzubringen. Wir kommen aus dem Siegerland, wir wollen gewinnen. Es wird schwer, in Bietigheim zu bestehen. Aber wenn wir unser Spiel durchbringen, denke ich auch, dass da was geht.